Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Im letzten Part wurden wir ziemlich an der Nase herumgeführt, denn in dieser Mission hier, E4 Gleisgepolter, sollten wir eigentlich gegen König Buu kämpfen, aber in Wahrheit stellte sich dann uns nur ein riesengroßer Buhu in den Weg, der aus 10 kleineren Buhus, oder waren es, ne, 10 waren es genau, nicht 8. Ich habe im letzten Part, glaube ich, immer 8 gesagt, ne, egal, auf jeden Fall aus 10 kleineren Buhus bestand. Und jetzt ist hier noch eine weitere Mission aufgetaucht, bevor wir dann endlich mal gegen König Buu kämpfen können. Also was wird hier noch alles passieren? Wir schauen mal. Auf jeden Fall erstmal in diesem Part gibt es Luigi gegen alle. Ich empfange merkwürdige paranormale Signale von der Palastterrasse. Hast du Lust, dich dort etwas umzuschauen? Naja, geht eigentlich so. Luigi, ich habe, Neuigkeiten. Ich weiß nur nicht, ob gute oder schlechte. Als du den Maxibu besiegt hast, hat das Paraskop etwas geradezu Phänomenales registriert. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine dimensionale Anomalie. Ein Loch in der Realität. Okay. Es ist ein Durchgang, Luigi. Ein paranormales Portal ganz oben auf der Terrasse. Mhm. Und zwar dort vorne. Okidoki. Das Finstermundstück ist ganz sicher dort versteckt. Das würde alles erklären. Und König Buhu wird mitsamt Marios Gemälde auch nicht fern sein. Darauf verwette ich meine Pilzpantoffeln. Filzpantoffeln. Luigi, es grenzt an Wahn, jenes Portal zu durchqueren. Doch uns bleibt keine andere Wahl. Sei vorsichtig, mein Freund. Unser aller Zukunft liegt in deinen Händen. Ja, das ist wieder mal völlig riskant und wahnsinnig und lebensmüde. Aber Luigi muss es trotzdem tun und die Kids chillt bei sich daheim und nimmt sich wahrscheinlich noch Popcorn und schaut uns zu. Naja, das Leben eines Luigis ist schon wirklich hart, oder? So, da sind wir also. In dem mittleren Raum bei der Wendeltreppe. Und, also Juwelen gibt es ja keine mehr. Wir haben ja schon alle Juwelen gefunden. Ich möchte aber, bevor ich auf die Palastterrasse gehe, eine andere Sache machen. Denn das ist jetzt die letzte Mission, wo wir jetzt einen Buhu finden werden. Also ich glaube, der Buhu in der Mission ist der letzte Buhu des ganzen Spiels. Ja, ich glaube schon. Und ich weiß auch auswendig, wo der ist. Und ich will den zuerst holen, bevor ich jetzt auf die Palastterrasse gehe. Weil da ist nämlich dann gleich ein bisschen Ärger. Also man kann ihn danach auch noch kriegen, aber es wird schwieriger, weil da mehr Stress ist. Und zwar ist er nämlich hier in der Luftfahrtausstellung, denn der Heißluftballon fehlt. Den lassen wir wieder auftauchen und da müsste jetzt dann gleich der Buhu erscheinen. Ja. Yep. Bitte einsteigen in den Omnibus und los geht die rasante Fahrt durch die Schrecken des Hauses. Bitte anschnallen. Der Omnibus. Ja, natürlich. So, komm her. Und der hat auch wieder 40 Leben. Also einiges, aber der Raum ist relativ eng sogar. Also eher eng gar nicht unbedingt, aber es gibt viele Hindernisse. Wie eben das Flugzeug da oben oder den Heißluftballon selber. Und ja, wir haben ihn auf die Hälfte der Leben gebracht. Wenn wir also Glück haben, dann können wir ihn... Na komm schon. Wenn wir Glück haben, dann können wir ihn jetzt gleich killen. Ich will ihn am besten so werfen. Also nicht längs des Raumes, sondern hier so, dass er öfter gegen Wände prallt. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, es reicht aus. Sehr schön, okay. Und komm bitte nach unten kommen. Dankeschön. Yeah! Und damit haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alle Buhus des Spiels. Weil ich glaube, es gibt auch 32 und wir haben ja im letzten Part im Buhu-Bunker gesehen, dass es, glaube ich, 31 waren, wenn ich nicht alles täusche. Und ich glaube, 32 dürfte es geben. Warte mal, 5, 5, 5, 3, dann die 10 und dann noch 4. Das sind 32. Ja, doch, müsste passen. Ja, genau, es müsste jetzt der letzte gewesen sein. Also Buhus haben wir schon mal alle, wie es scheint. Sehr schön. Jetzt will ich aber wirklich auf die Palastterrasse da nach vorne gehen, zu dem Portal offenbar. Und mal nachgucken, was da jetzt so vor sich geht. Ob das so eine kluge Idee ist, da jetzt vorbeizugucken, das sei noch dahingestellt. Wir gucken einfach mal nach, was da jetzt so abgehen wird. Da ist er wieder, König Buhu. Und da ist auch das Portal. Da! Ah! Und rein da, los Luigi, hinterher! Trau dich! Hab Mut! Was zum... Ja, und aus diesem Portal kommen ganz viele Geister raus. Die wir jetzt gleich alle töten müssen. Naja, Hu würde ich jetzt nicht sagen, Luigi. Oh mein Gott. So, und übrigens, die Blitze, die hier einschlagen, die sind lila. Auch total episch. Yellow. Spuksperre in Not! Die paranormalen Werte sind geradezu explodiert! Luigi, die Lage ist ernst! Das Portal muss warten! Wenn wir nicht eingreifen, riskieren wir den Untergang unserer ganzen Dimension! Ich habe die Spukerde auf meiner Karte markiert! Gib ihnen Saures, Luigi! Genau.
Fang die Geister, ehe es zu spät ist. Denn das, was wir jetzt machen müssen, ist so ähnlich, Cosmo-Ausstellung und Seefahrt, ist so ähnlich wie die Bonusmission aus jeder einzelnen Mission. Wo wir halt auch immer in Räume reingeschickt werden und Geister killen müssen. Die Musik ist sogar dieselbe. Oder? Ja, die Musik ist sogar dieselbe, auch sehr witzig. Aber es funktioniert trotzdem ein bisschen anders. Denn es ist eben nicht so, dass es in einem Raum Geister gibt, dann in zwei, dann in dreien. Sondern es gibt einfach irgendwie immer Geister, die auftauchen. Also auch nach einer bestimmten Anordnung. Also ich glaube, das ist hier nicht zufällig generiert. Ich glaube, die Anordnung der Geister ist immer dieselbe. Wir können aber sehen, dass hier der Raum grün markiert ist. Also er leuchtet grün. Und hier tauchen jetzt eben Geister auf. Und es ist so, je länger wir uns Zeit lassen, desto schlimmer wird sich die Farbe verfärben. Also es wird von grün nach gelb und dann... Warte, noch mal einer. Ich glaube, das ist nochmal, ja, das ist nochmal einer, ein normaler noch. Ah, ne, du hast noch einige, ach du Scheiße. Auf jeden Fall, es wird von, komm mal her jetzt, ich will euch alle erwischen. Es wird von grün nach gelb nach rot gehen. Und wenn ein Raum rot, den kriege ich nicht mehr ganz, aber okay. Und wenn ein Raum rot ist, dann ist es ziemlich problematisch, weil dann müssen wir uns beeilen und da sofort hin und die Geister einsaugen. Denn man hat hier wirklich einen enormer Zeitdruck, ist total übertrieben. Man hat aber auf jeden Fall einen Zeitdruck. Wenn man sich also zu viel Zeit lässt, dann wird die ganze Dimension hier eben kaputt gehen. Und ich hätte es, ja, warte mal, ich müsste das Portal nehmen, das ist sehr viel klüger. Dann wird die ganze Dimension hier untergehen und man geht Game Over. Also man darf sich hier nicht mega viel Zeit lassen, aber es sei dennoch gesagt, dass die Zeit trotzdem mehr als ausreichend ist, finde ich. Also es wird einem von Igitt dann auch später noch so ein bisschen Druck gemacht und gesagt, hey Luigi, beeil dich. Aber in Wahrheit hat man eigentlich mehr als genug Zeit, um hier alles Mögliche zu erledigen. Und ich will natürlich schon wieder alle drei gleichzeitig erwischen. Guck mal nach oben. Ah, der hat nur ein Schild, aber ist auch... Ja, nee, ist nicht okay. Ja, ja, nee, geht eigentlich schon, weil ich kann ja jetzt noch extra einsaugen. Aber es kommen eh noch mehr. Ja, ist auch okay. Boah, wie viele sind denn hier? Das ist echt heftig. Nochmal einer mit Schild. Aber man kann hier, also in der Mission kann man auch mega ultra viel Geld scheffeln. Das ist echt heftig. Aber wenn ich halt alle Geister immer mit der vollen Aro... Was ist denn mit dem los? Wenn ich alle Geister immer mit der vollen Aro-Leiste erwische, kann man so viel Geld machen, das ist nicht mehr feierlich. So. Neue Geister. Schafft eine Karte. Ja, und zwar Eiszeit und Urwald. Okay, also auch wieder auf jeden Fall die Portale nehmen. Das ist sehr viel klüger. Und es wird eben in der Mission auch so sein, dass schon bereits dann neue Geister auftauchen, wenn ich noch gar nicht die Geister in den entsprechenden Räumen überhaupt besiegt habe. Also während ich jetzt, oh Gott, nicht so einer. Also während ich jetzt hier gegen die ganzen Geister kämpfe, werden jetzt dann gleich wahrscheinlich dann auch noch in anderen Räumen gleichzeitig welche auftauchen, weswegen ich da sehr gut aufpassen muss. Und der hat 200 Leben, nicht 300 wie sonst immer, aber ist ja auch gut so. Ich gehe mal kurz weg, weil ich ein bisschen mehr Platz brauche gegen dich. So, und stirb. Okay, eigentlich kein Problem. Yeah, sehr schön. Ja, und noch mehr Geister, genau, denn jetzt sind schon in weiteren Räumen Geister aufgetaucht, obwohl ich noch in den eigentlichen zwei Räumen die gar nicht besiegt habe. Deswegen da auf jeden Fall auch sehr gut aufpassen. Ich glaube, in allen Eckräumen sind einfach welche, genau. Also in jedem einzelnen Portalraum ist jemand aufgetaucht. Also Geister halt. Oh Gott, ey. Und hier sind Mumien. Hilfe. Nein! Oh Gott, ich habe doch keinen Platz hier. Mann, doof. Ich will auf jeden Fall die beide ins Feuer locken, weil das sehr viel klüger ist als gegen Wände. Weil sie eben dann sofort abfackeln und ich sie dann direkt... einsaugen kann. Sehr schön. Das sind auch die einzigen beiden bisher. Aber ich glaube, es kommen noch mehr Mumien gleich, oder? Kommen noch mehr? Ah, ne. Ah, die Wirbelwind-Geister kommen auch noch. Auch sehr interessant. Die haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber ist auch okay. Je mehr Variation, desto besser. Und wie gesagt, ich finde es total cool, dass jetzt hier Lila-Blitze einschlagen. Weil Lila ist ja irgendwie so die Farbe von König Buu so ein bisschen. Luigi, die Spuckwerte sind dann beinahe Maximum. Ja, gerade eben haben wir halt so einen Timer gesehen von 3 Minuten. Aber ich glaube, der ist gar nicht mal so schlimm. Also ich glaube, ich sollte jetzt erstmal noch hier in die Eiszeitausstellung gehen. Weil da war ja gerade eben auch schon die Kacke am Dampfen. Also hier sind schon relativ lange Geister. Also man sollte versuchen, dass die Geister nicht zu lange immer in einem Raum sind, sondern am besten wirklich die Geister in der Reihenfolge auch alle abgrasen, in der sie eben auch aufgetaucht sind in den Räumen. Da sind... Okay, zwei sind hier offenbar. Oder ich finde den dritten gerade nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall herkommen. Da ist aber nochmal einer. Oder nochmal zwei vielleicht, das wäre mir lieber. Es ist nur einer. Das ist aber, glaube ich, jetzt der einzige hier. Ja, da muss ich halt jetzt einen alleine einsaugen, aber ist auch okay. So, und herkommen. Yay. Und zwar alle. Yeah. Sehr schön. So, ich gehe jetzt aber gleich mal nach unten, denn auf der Toilette und in der Küche sind jetzt auch welche aufgetaucht. Also in diesen Räumen, wo ich auch mit dem Portal gar nicht reinkomme. Da links unten zum Beispiel, also eigentlich sollte ich jetzt zuerst nach links unten gehen. Das wäre jetzt eigentlich ein bisschen besser sogar. Ja genau, weil der hat sich jetzt nämlich gelb verfärbt, wie ihr sehen könnt. Aber man hat trotzdem noch mehr als genug Zeit, also wir müssen da jetzt nicht so einen mega Druck machen, das passt schon. Ja und hier habe ich blaue Geister, das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, boah, ich will eigentlich gerne beide gleichzeitig erwischen. Jetzt habe ich eine Chance dazu. Sehr schön, okay. Wunderbar. So, einmal kurz blau. Nicht auf die Banane gleich drauf, das wäre schlecht. Und sterbt. Okay, sehr schön. Aber einmal nur ein Herz gegeben, schade. Aber ist trotzdem okay. So, ihr kriegt die Goldbarren da noch? Ja, okay. So, jetzt auf jeden Fall schnell
zu dem anderen Raum, aber ich frage mich gerade, warum wackelt eigentlich diese linke Tür da, diese Fake-Tür? Ist das ein Minispiel? Nee, ich mach's mal kurz, ist bestimmt falsch, aber... Okay. Ich habe mich nur gewundert, weil die hat gerade eben gewackelt und eigentlich wackeln Fake-Türen nie. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, aber egal. So, auf jeden Fall der Raum jetzt hier noch. Die Ritterausstellung. Ja, und hier sind auch gleich mal Ritter. Nämlich einmal du und einmal du. Also am besten die hier angreifen lassen und dann erwischen. Das ist eigentlich das Beste, was man tun kann. So, wo ist der andere hin? Ja, beide gleichzeitig bitte. Sehr schön. Okay, und herkommen. Wir haben jetzt schon über, also 1400 haben wir oder so haben wir gleich. Und es wird noch sehr viel mehr werden. Also in der Mission, also das ist glaube ich die Mission, wo man am meisten Geld sogar machen kann. Und das allein wegen den Geistern. Es gibt ja hier nicht viele Secrets oder so, die man finden kann, wo Geld ist. Aber man kriegt einfach in diesem Spiel durch die volle Arok-Leiste mega viel Geld durch die ganzen Geister. Das ist halt schon echt heftig. So, und dann ist hier noch was. Da muss ich jetzt ein bisschen den Umweg. Ja, ich hätte ein Portal nehmen sollen. Ja, jetzt bin ich aber schon hier. Ah, hier ist ein Tresor aber jetzt aufgetaucht. Mit ein bisschen Geld. Der war damals noch nicht da, weil nämlich die Bilder jetzt hier runtergefallen sind. Das heißt also, man kann schon auch in andere Räume nochmal reingehen und die sogar ein bisschen erkunden und noch Sachen finden. Das ist ja ganz cool. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es keine Geldgeister mehr hier gibt in der Mission, glaube ich zumindest. Ich glaube, hier sind die Geister in der Tür da. Aber ein bisschen Geld kann man halt noch finden durch Tresoren oder sowas, aber ist ja auch nicht verkehrt. So, euch am besten alle gleichzeitig erwischen. Ja, das waren zwei kleine und dann noch hier der große. So, was sind auf der linken Seite sogar auch welche? Nee, das sind keine, okay. Ja, ja, ja. Also der Timer, der mir da angezeigt wird, der soll mir wirklich nur ein bisschen Angst machen. Aber der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Passt schon? Ja, 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 Igitt, jetzt chill doch mal. Ist doch alles gut. So, jetzt müssen wir zurück zur Terrasse. Jetzt haben wir erstmal das alles hinbekommen. Jetzt müssen wir zurück zur Terrasse. Und dort werden jetzt dann gleich nochmal einige weitere Geister auftauchen. Die müssen wir dann auch noch alle einsaugen. Also werden jetzt doch auch noch tausende Geister rauskommen aus dem Portal. Und wenn wir die auch alle besiegt haben, dann ist die Mission beendet. Also ist eigentlich auch eine coole Mission hier nochmal, finde ich. Weil es halt hier wirklich nur um die Kämpfe geht. Weil an sich war halt das Trugschloss bisher eher auf Rätsel erpicht, weil man wirklich mega... Oh, was war das denn jetzt gerade? Weil man wirklich mega heftige Rätsel teilweise auch hatte. Aber hier ist es halt wirklich eher so, dass es hier eher... Oh Gott, ey. Dass es hier eher... Hör auf, mich angreifen zu wollen. Dass es hier eher nochmal um die Kämpfe geht, was ich aber cool finde. So, genau, ich will viel Geld haben, aber es kommen hier jetzt wirklich auch unendlich viele Geister nach. Aber es gibt hier jetzt auch tausende Geister, die man einsaugen kann, aber finde ich auch verdammt cool. So, ich lasse es erstmal, denn bei dem ich jetzt den Schutzschild kaputt gemacht habe, ist okay. So, herkommen, wunderbar. Und ihr sterbt bitte auch, also hier kann man so viel Geld machen. Die Anzeige wird jetzt gar nicht mehr aufhören, nach oben zu steigen, das ist echt heftig, aber die Mumie ist jetzt sehr am Weg. Was mache ich jetzt gegen dich am besten? Ich lasse dich erstmal da in der Gegend herumlaufen, ich will erstmal euch alle einsaugen, dass ich von euch erstmal Geld bekomme. So, sehr schön. Aber genau, ah, hier sind ja auch Fackeln, sehe ich gerade. Sehr schön, dann lauf mal da rein, bitte. Und du läufst hier bitte rein. So, dass ihr alle mal schön verbrennt. Und in Kombination jetzt mit den anderen Geistern natürlich wieder irgendwie einsaugen, wenn es geht. Ja. Also ihr merkt, die Anzeige hört... Na, das war nur eine grüne, verdammt. Die Anzeige hört gar nicht mehr auf. Das ist echt so übertrieben. Ich will auf jeden Fall immer zwei, also mindestens zwei gleichzeitig einsaugen. Nicht, fuck, ey, nicht weniger, Mann. Jetzt war ich zu schlecht, leider. Das war jetzt doof, dass ich da jetzt das nicht hinbekommen habe, leider. Aber wenn zu viele Geister auf einem Haufen sind, ist auch schwierig. Tatsächlich. Nein, geh weg. Was, der kann Goldbarren damit? Echt? Der kann durch seine Schockwelle die da woanders hinbringen? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Okay. Aber wie gesagt, ich will immer zwei gleichzeitig erwischen. Niemals einen alleine. Oder drei am besten. Das ist natürlich noch besser. Ja, die Schreckgeister sind jetzt aber extremst nervig hier, leider. Ich sollte eigentlich am besten... die eigentlich zuerst killen, weil die nerven mich sonst zu Tode hier. Nein, Mann, habt ihr gesehen? Die werden jetzt schon alle fast gestorben und jetzt kriege ich hier die volle Arok-Leiste nicht mehr zusammen bei denen. Und bei dem. Jetzt sind mir dadurch total viele Goldbarren durch die... Oh Gott, ey, durch die Lampen gegangen, nur wegen dem Idioten. Das kann nicht wahr sein. Mann, ich hasse... Du blöder Arsch, stirb jetzt endlich mal. Ich hasse dich so sehr, weißt du das eigentlich? So, kratz jetzt endlich ab, du Idiot. Gott, ey, darf nicht wahr sein. Aber ich will auch die Goldbarren einsammeln, bevor die verschwinden. So, also ich will ja wirklich mega viel Geld scheffeln. Vielleicht kriege ich ja trotzdem die drei Sterne, auch wenn ich mich nicht ganz so gut anstelle hier. Allein, weil ich so viel Geld sammle, kann schon sein. So, okay, wunderbar. So, der Kleine kommt hier und wir beiden mit dem Schutzschild bitte auch. Und oh Gott, da ist jetzt wieder so ein Vetter noch. Es war auch klar, dass der noch kommen würde. Ja, am besten jetzt den immer auch in Kombination mit den anderen irgendwie einsaugen. Oder halt ihm, also einsaugen noch nicht unbedingt, aber ein bisschen Schaden halt schon mal machen. Und ich will auch ganz gerne, dass die beiden erstmal ihr Schild und Schwert verlieren. Und ich kill glaube ich erstmal die beiden hier. So, wunderbar. So, jetzt hier die beiden irgendwie gleichzeitig vielleicht einsaugen. Oder halt Schaden machen zumindest erstmal. So, voller Arok-Leiste, sehr schön, der ist tot. Und jetzt hier ihn noch. Er könnte sogar der letzte schon sein. Wäre ganz cool. So, zack. Stirb. Okay. Und?
War's es? Oh yeah. Ja, das war's. Und wir haben über 3000 Kohle gemacht. Ich glaube, in keiner anderen Mission haben wir über 3000 gehabt. Wir waren schon oftmals kurz davor, aber jetzt hier in der Mission schon. Also in der Mission kann man echt unendlich viel Geld machen. Und das ist auch nur in kurzer Zeit. Die Mission dauert ja überhaupt nicht lange. Das ist echt heftig. Und warum läuft der Timer eigentlich noch weiter? Was passiert denn, wenn ich jetzt so lange mit Igitt rede, dass der Timer auf Null geht? Ich will es gar nicht wissen. Holla Luigi, das war ja phänomenal. Du bist ein wahrhaftiger Geisterdompteur. Und der Schreckweg 0815 ist ein Feuerreif in der Gespenstermanege. Entschuldige, ich habe mich hinreißen lassen. Apropos, das gute Stück ist sicher zum Bersten mit Geistern gefüllt. Lassen wir uns schnell leeren, ehe es durch dieses unheimliche Portal geht. Okay. So, das war jetzt also die letzte normale Mission. Also, ganz normal war die ja jetzt auch schon nicht, aber die letzte Standard-Mission auf jeden Fall. So, und es könnten sogar 3 Sterne gewesen sein. 50 Geister eingefangen. Erstmal 3 Sterne, okay. Also 50 Geister muss man hier einfangen in der Mission. Ist schon echt heftig. Und 3241 Moneten haben wir gemacht. Und das sind 10 Minuten. Also wenn man aus irgendwelchen Gründen Geld farmen muss in diesem Spiel, was ich nicht verstehen würde, warum man Geld farmen müsste, dann sollte man das auf jeden Fall in der Mission machen. Okay. Aber ich glaube, ich habe zum Beispiel bei meinem eigentlichen Spielstand... habe ich, glaube ich, auch versucht, noch 100.000 Geld zu machen oder so. Habe ich da auch... genau, 100.000 Moneten. Habe ich da auch geschafft. Habe ich immer wieder diese Mission ein paar Mal gespielt, aber es ist nichts passiert. Ich könnte auch versuchen, noch 1 Million Geld vielleicht zu kriegen, aber da bin ich viel zu faul. Aber es passiert da eh nichts mehr, auf jeden Fall. Kann man machen, wenn man will, aber muss auch nicht sein. Naja. Erleichterung. Ich hatte mir schon beinahe Sorgen gemacht, mein Bester. Das war sicher deine schwerste Prüfung bisher, doch du hast sie mit Bravour gemeistert. So, ja, dann mal raus mit denen. Wir haben bestimmt auch neue Geistergewichte dabei, so viele Geister, wie wir eingefangen haben. Ja, und zwar von dem Typen da und von dem Typen da. Und einen neuen Buhu, genau, und auch 3000 Moneten. Damit haben wir zumindest 50.000 noch gesammelt hier in dem Let's Play. Ist ja auch nicht schlecht. Okay. So, und beim nächsten Mal also dann durchs Portal, oder, Igitt? König Buhu war offensichtlich wenig erfreut über deinen Sieg gegen den Maxi Buhu, aber indem er seine Geisterhorde entließ, hat er gleichzeitig seine Schwachstelle entblößt. Oh ja, mein Lieber, das paranormale Portal steht nämlich immer noch offen. Aber wer weiß, wie lange noch, wir müssen uns sputen. König Buhu, gehör gut zu. Bald hat dein schurkisches Treiben ein Ende. Haha, stimmt doch, Luigi, oder? Ja, hoffentlich. Auch wenn ich schon ein bisschen Angst habe vor dem Bosskampf gegen ihn. Auf jeden Fall, beim nächsten Mal... wird er kommen, das verspreche ich euch. Und zwar hier, wenn wir dann diese Mission hier spielen, scheppernde Schrecken. Das Portal auf der Terrasse steht noch immer offen, jetzt oder nie, besiege König Buhu. Ja, beim nächsten Mal gibt es also dann den finalen Bosskampf von Luigi's Mansion 2. Und beim übernächsten Mal werde ich dann eben noch, ich erwähne es nochmal kurz, werde ich dann nochmal die Bonusmission hier spielen vom Trugschloss. Da gibt es nämlich auch wieder eine natürlich, indem wir alle Buhus einsammeln und eben den Boss killen, was wir hier dann machen werden. Und da werde ich dann auch in dem Part, wo ich eben auch die Bonusmission spiele, werde ich dann auch nochmal online spielen und euch nochmal eine andere Art von Modus sozusagen zeigen. Und da, also in dem Part nach dem finalen Bosskampf, werde ich euch dann auch endlich die Infos geben, wie, wann, wo und warum ihr mit mir gemeinsam spielen könnt ein paar Runden im Wirrwarrturm. Wie das alles genau ablaufen wird, werde ich euch dann da noch erzählen. Also keine Angst, werdet ihr alles noch erfahren. Und in dem Part nach dem Part, also nochmal, im nächsten Part gibt es finalen Bosskampf, im übernächsten Bonusmission und Wirrwarrturm nochmal. Und dann darauf werde ich euch nochmal den kompletten Igitt-Speicher einmal zeigen. Und zwar bei meinem ersten Spielstand, wo ich das auch so komplett 100% gemacht habe. Mit allen Geistern, also sowohl die aus der Story als auch alle Geister aus dem Wirrwarrturm eben. Da werde ich euch die alle zeigen, noch so ähnlich halt wie Trophäen eben in Smash. Und immer kurz den Text vorlesen. Und da dann danach werden dann eben wahrscheinlich dann die Kämpfe gegen euch hochgeladen werden. Vielleicht kommt noch ein anderes Video irgendwie zwischendrin. Da muss ich noch gucken, wie ich das alles zeitlich hinbekomme. Aber wie gesagt, im übernächsten Part werde ich euch das dann alles genauer erzählen. Im nächsten Part werde ich davon noch nichts erwähnen, denn im nächsten Part soll es dann wirklich nur um den finalen Bosskampf des Spiels gehen. Und ich kann euch schon mal versprechen, der ist verdammt cool. Ist es sogar mein Lieblingsbosskampf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Spinne ist auch verdammt cool gewesen. Und auch der Bosskampf hier war total cool. Aber ich glaube sogar, der finale Bosskampf, den finde ich nochmal besser sogar, weil der dauert auch ein bisschen, der hat verschiedene Phasen, er wird immer besser. Also doch, der ist eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Aber das gibt's dann alles erst beim nächsten Mal. Denn das war's jetzt mal für diesen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten zum finalen Bosskampf dieses Spiels. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.